Hallo, hallo, ihr Menschen da draußen! Willkommen zu einem weiteren. heute ist wieder dabei, der. Na, wer denn wohl? Ich weiß nicht. Heute ist wieder dabei, der. Der alte Chris Let's Play. Jawohl, das wollte ich hören. Wir reden über die besten Kinderserien, die es vielleicht gegeben hat oder gibt oder was auch immer. Ja. Und was wir uns früher einfach gerne angesehen haben. Heute nicht, was wirklich vorhanden ist oder einfach. Oh, schon vielleicht, aber keine Ahnung. Ich schaue zumindest gar kein Fernsehen, deswegen kann ich nicht sagen, ob meine Kinderserie noch, ob sie noch gibt oder ob sie noch jemand schaut oder. Ich weiß nicht. Aber. Chris, was hast du gerne geschaut früher? Was waren deine Top 10 Lieblingsserien? Top 10? Oder Top 5 oder ein paar von den guten. Oder du musst sie ja nicht ranken, aber du kannst einfach ein paar sagen, die dir spontan einfallen. Pokémon zum Beispiel. Oh ja, Pokémon fühle ich. Wer war dein Lieblings-, was war dein Lieblings-Pokémon in der Serie? In der Serie? Ja. Also, mein absolutes Lieblings-Pokémon damals war Pampiano. Oh ja, Panfern, das hat richtig gekickt, ne? Das war crazy. Was ich hab, glaube ich, tatsächlich von der Serie allein, nur von der Serie, also nicht vom Spiel und so, habe ich, glaube ich, Glipunkel. Weil du musst dir das jetzt verstehen können. Glipunkel ist voll cool irgendwie so gewesen. Rocco war nämlich ja immer so fixiert auf die Frauen, ja. Und Glipunkel hat ihn dann immer einfach so richtig einen richtig fetten Giftschock in den Anus penetriert. Nein, irgendwo rein halt. Einen richtig guten. In den Bauch meistens. Ja, genau. Das war so lustig. Und Glipunkel generell ein cooles Pokémon und es hat einfach, ja. Wow. Was hast du noch gerne geschaut? Kennst du noch Phineas und Ferb? Oh ja, göttliche Serie. Lieblingssong? Bei Phineas und Ferb? Ja. Sehr süß von dir wissen. Schwer. Ich glaube, keinen Rhythmus. Weißt du, was ich meine? Denn ich habe keinen Rhythmus. Ich habe keinen Rhythmus. War eine gute Scheibe. Aber grundsätzlich. Aber der Klassiker generell war ich lieb dich so. Nein, wie heißt das? Mama. Genau, Gitschi Gitschi Go heißt ich lieb dich so. Und nochmal Mautica Mama. Das sagt ja nur zu mir. Mau Mau Mau. Mein Herz schlägt schneller. Chicka Chicka Chua. Bitte hör nicht auf. Gitschi Gitschi Go heißt ich lieb dich so. Und nochmal Mautica Mama. Das sagst du nur zu mir. Mau Mau Mau. Ich habe ein Item, was eigentlich ideal wäre. Chris, bist du gerade heimgegangen? Weil ich nehme ich sonst noch ertrunken gewesen. Ja, okay, passt. Dann, wenn du dich dann. Du pähst sicher her, oder? Dann wieder. Wie meinst du? Ja. Dann gehe ich schnell zurück, okay? Warte kurz da. Und stirb einfach nicht. Ich habe ein Item für dich. Okay. Genau. Wo ist das? Wo ist denn das? Ich sag nur eins, ich bin wie Jesus, ich kann auf Wasser laufen. Achso, du kannst auf Wasser laufen, du bist ein Hacker. Ein richtiger Hacker ist er, der Dude. Gut, Leute, ja, was hast denn du noch so gefeiert? Also, Business Fillmore. Oh ja, Fillmore, ach Gott, Chris, du kommst mit den guten Serien ran. Das typisch ist Andy. Nice. Typisch, oh, göttlich. Aber ich glaube, die meisten Menschen tatsächlich leider kennen typisch Andy gar nicht mehr. Weil das ist wirklich schon eins von den. Ja, also, was heißt, die meisten, die über 20, also die so alt sind wie wir, die kennen das sicher noch. Aber das hat es ja irgendwie nur dann gespielt, wie ich noch ganz klein war. Kommst du kurz zu mir ans Ufer? Ich habe nämlich so ein Ding, du kannst dann damit im Wasser atmen und auch schwimmen. Das musst du ausrüsten. Rechts bei deinen Ausrüsteigen-Gegenständen. Ja, hast du mir das schon gegeben? Jo. Das ist die Muschel da, die Muschel. Die Neptunsmuschel, die hast du ja eingesammelt. Ja.
Wenn du die ausrüstest, kannst du einfach so schwimmen wie ich gerade. Aber man sieht halt nichts. Hast du Leuchtstäbe mit zufällig? Ja. Wie viele? Darf ich ein paar haben? Ja, manchmal. Oh, jetzt habe ich nur 70 Halle gegeben. Warte, ich gebe dir die Hälfte oder so. Ja. So. Hätte dir die Hälfte gegeben. Hast du? Ja, nice. Okay. Ja. Go! Fillmore und typisch Andy, ja. Fühl ich. Was hab ich am liebsten, hab ich glaube ich gesehen? Also wie ich ganz klein war, dass das wirklich wie ganz klein war, habe ich halt meistens auf den Kika geschaut. Also den Kinderkanal. Und das Lustige daran war, da waren halt so Sendungen wie Heidi, Pinocchio, Nils Holgersson, Jim Knopf und sowas. Kennst du das alles? Mhm. Bin am Eier. Das habe halt ich, als ich ganz klein war, also wirklich 6, 7 oder so. Da habe ich das gesuchtet. Und wie ich dann halt älter geworden bin, so 9, ich würde sagen 9 ist ein gutes Alter, da habe ich halt dann auch auf den Supertel und so gesappt. Supertel, Nickelodeon, Disney Channel und sowas. Und da habe ich dann auch viel Phineas und Ferb geguckt und was habe ich noch gesehen? Ich habe auch gefeiert. Was habe ich gefeiert, Chris? Keine Ahnung. Naja, Dragon Ball. Oh ja, Dragon Ball habe ich tatsächlich nicht so viel gesehen, aber was ich gefeiert habe, war, ich habe Digimon viel geschaut. Digimon war für mich Beste. Ja, Digimon. Digimon war, glaube ich, wirklich, also wenn ich sagen müsste, was war dein Favorite, ich glaube Digimon. Digimon hatte alles, hatte die lustigen Szenen, Digimon hatte die traurigen Szenen, Digimon hatte die epischen Szenen. Digimon hatte einfach eine gute Kombination von sehr vielen verschiedenen coolen Dingen. So. Mhm. War eine solide Serie. Naruto habe ich natürlich auch gefeiert. Und würde ich sogar jetzt sagen, Naruto Shippuden umso besser. Also Naruto Shippuden ist sogar besser, glaube ich, als Digimon, aber das habe ich erst später dann geschaut, als ich Digimon geschaut habe. Also ich habe vorher schon Digimon geschaut. Und irgendwie hast du schon ein Hai gefunden, nein, oder? Ja, bin ich doch. Haha. Ich will doch nur Haie finden, aber irgendwie, keine Ahnung. Irgendwie gibt's das nicht. Gibt hier keine Haie. Vielleicht hätte man wäre nach dem Westen schwimmen sollen, statt ja, los. Probieren wir mal in die andere Richtung. Ups. Upsi schmupsi. Jo, der hat ja so viele Serien gegeben, das war ja eigentlich krank. Dann habe ich, ja, was ich auch gefeiert habe, aber ja, was jetzt nicht so mega toll war, aber ich habe es gefeiert, sowas wie die Zauberer von Waverly Place, Hotel Second Cody an ja. Bord. Und ich habe tatsächlich sogar Hannah Montana geschaut. und so Dinge, die habe ich auch voll gefeiert. Und auch, also voll gefeiert, aber habe ich auch gern gesehen. Und ich möchte jetzt aber nicht sagen, unbedingt voll gefeiert, weil, ja, hat Besseres gegeben, aber war durchaus sehr, 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 sehr nice. Und, Kim Possible. Kim Possible oder Detective Conan. Oh ja, also das habe ich nicht gesehen. Detective Conan? Nein. Tatsächlich nicht. Colin mittlerweile, ich glaube, schon über 1000 Episoden gibt. Ja, das kann sein. Aber keine Ahnung, das habe ich nie gesehen. Ich wusste tatsächlich als Kind nicht mal davon, dass es gibt. Und jetzt habe ich irgendwie nicht die Lust dazu, dass ich mir das anschaue. Ja, vor allem, dass es so viele Folgen gibt. Und ja, in das ist krass. Wirklich nur noch mehr down um das Gleiche geht. Oh, es ist jemand gestorben. Es muss wieder mal ein Fall gelöst werden. Ja, stimmt. Die Idee von der Serie oder von dem Anime generell ist ja eigentlich cool. Die ist ja nice. Da sage ich ja nichts dagegen. Aber ich habe keinen Bock, dass ich mir das ansehe irgendwie. Was waren da noch? Da gibt es ja so viel. Aber worüber ich reden möchte, also, ich habe mich als Kind geschämt, weil ich Kim Possible geschaut habe, aber eigentlich war es ja trotzdem
nur weil jetzt ein Mädchen der Hauptcharakter war, war es ja deswegen keine reine Mädchenserie. So. Ja. Und das muss man halt mal verstehen. Also, das hat man halt. Als Kind denkst du halt nicht so. Da glaubst du, ja. Du musst dich jetzt dafür schämen. Aber ich hab's halt trotzdem geschaut. Aber es war auch mega geil mit dem Rufus und mit Ron und mit dem Wade, der was irgendwie 10 Jahre alt war und trotzdem schon mit der Schule fertig war. Das war ja krass. Der Typ, ja. Der Dicke im Funk. Hat er nicht. Was steht an, Wade? Ja, genau. Was steht an, Wade? Ja. Der mit dem Communicator. Ja. Oh yeah! I'm a basic average girl, and I'm here to save the world. You can stop me, cause I'm impossible. Ja, da waren viele so Serien, die ich gesuchtet habe. Dann waren aber auch noch einige, die keiner oder kaum jemand kennt. Ich habe, wie gesagt, schon viel Kika gesehen früher. Und da waren so Sachen dabei wie Tom Sawyer, also so, da hat es so eine Zeichentrickserie von Huckleberry Finn und Tom Sawyer gegeben. Das war auch geil. Habe ich voll gefühlt. Und was war da noch alles so? Ah, da waren so viele Dinge, die kann ich mir alle gar nicht so richtig erinnern. Hast du die Serien Nils Holgersson und so geschaut? Heidi, Vicky, hast du das alles gesehen damals? Ich muss ganz ehrlich sagen, Kicker war früher nie so wirklich der Fan gewesen. Ja, ja, das habe ich mir schon gedacht. Ja, ich hab's trotzdem gefeiert. Kicker waren einfach so richtig nice Stories. Vicky und die starken Männer, der geht dir schon was ab, wenn du das nicht hast. Na, die habe ich immer eher angesehen. Ja, okay. Na, wenigstens was. Oder und hast du Jim Knopf gesehen? Jim Knopf war auch geil. Hä? Weil das mit dem Zug da. Da, ja, ja, ja. Das war übel krass eigentlich. Also, ich möchte mir das nochmal ansehen, aber ich finde es nicht mehr online irgendwo und ausgestrahlt wird es, glaube ich, gar nicht mehr. War nämlich cool mit der Frau Mahlzeit und so. Dann wurde die ein guter Drache. Und ja. Keine Ahnung, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, um was da gegangen ist. Deswegen würde ich es ja gerne nochmal sehen. Oder kennst du noch die Ritter vom Berg? Na. Ja, 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 ja. Drachenzimmer leicht gemacht, oder war das? Chris. Hallo? Na, die also ja. Aber die gibt strahlt sie heute aus und es ist mehr aktueller. So, da wird es nochmal da, wo die Welt von Drachen erschaffen worden ist. So. Dragonhunters ist die Drachenjäger. Ja, genau. Ah, nicht Drachenjäger. Was? Da, nicht? Dass der so ein kleiner Meerschweinchen, der immer so treten musste, um zu fliegen. Ja, ja. Zu anderen, ja, Dragonhunters ist die Drachenjäger. Das war mit Lian Shu, der was voll der große Schwerkämpfer, ja, genau, war. Und der Questo, der kleine süße Hase, der kleine unnötige Typ, der halt immer die Verträge geklärt hat. war eine nice Serie, da gebe ich dir recht. Also die schaue ich tatsächlich gerade nebenbei ein bisschen. Ich habe es zwar schon ein paar Mal durchgeschaut, aber weiß nicht, geht immer. Ich weiß, das ist geil. Also das hat so Anime-Niveau. Also was heißt Anime-Niveau? Das ist auch dumm. Eine dumme Aussage von mir. Aber das hat das finde ich cool. Also das ist noch kreativ, das ist noch nice, das ist nicht zu kindisch, aber auch nicht zu ernst und es gibt lustige Aspekte und ja, ich feiere es einfach. Mhm. ja, ich bin einfach nebenbei ein bisschen müde. Drache Wache, wie hat nochmal die Serie? American Dragon. Das war auch geil. Der Typ ist cool und er weiß, was zählt. So jung und schnell, er ist auserwählt. Lass dich nicht erschrecken. Von dem American Dragon.
Zu sehen, wer fürs Gute kämpft, ist ein Abenteuer. Drachen, Kräfte, Drachen, Maul, Vorsicht, der spuckt Feuer. Ganz ungeheuer, American Dragon. Ich bin nachgegangen, weil New York sonst ziemliche Probleme hat. Kapiert? Ja, Leute, das ist auch geil. Und da habe ich es gefeiert, dass ich das irgendwo online wiedergefunden habe. American Dragon ist durchaus cool. Aber ich habe es dann irgendwo traurig gefunden, wo dann, also falls ihr nicht gespoilert werden wollt, haltet die Ohren zu. Ich habe es traurig gefunden, wo dann der Typ, der Jake Long, mit der Rose dann zusammen war und dann sind sie draufgekommen, dass sie quasi eigentlich Feinde sind und dann hat sie irgendwie weg müssen in eine andere Schule und das war dann schlimm. Das haben meine kleinen Gefühle nicht verkraftet. Das war nicht deswegen der Grund, sondern... Ja, das war ja nicht der Grund, aber das war beides. Also das heißt, sie hat dann weg müssen. Und ja. Ja, und aus dem warum, eine Spoiler. Entweder man hat ihn für mittlerweile die Serie mittlerweile gesehen oder nicht. Ja, die ist schon grad mehr als... Das kann ich bei jeder Serie sagen sonst. Also ich kann immer sagen, ja, entweder man hat es gesehen oder man ist einfach dumm. Nein, ich meine, es gibt sicher noch Menschen, die haben das noch auf der Watchlist. Aber gut, ich glaube auch keiner schaut dazu, der das noch sehen will. Das glaube ich auch. Aber ich meine, jetzt nur das Prinzip, falls jetzt zufällig ein Mensch, der die Story noch wissen möchte, da wäre. Es gibt sicher ein, zwei Menschen auf der Welt, die Serie noch sehen wollen und sehen werden. Und noch nie gesehen haben. Aber die werden nicht mehr Videos sehen. Vielleicht wird über noch dieses Video 10 Millionen Mal angeklickt. Das kann natürlich sein, ja. Das wäre natürlich mein Traum, ja. 10 Millionen Klicks, Bruder. Aber dann hätte ich wahrscheinlich so 500.000 Dislikes und 100.000 Likes oder so. Ich schätze mal drauf. Weil ein Haufen, also die meisten Menschen auf YouTube sind eher so Nichtsgönner. Wenn du weißt, was ich meine. Das gefällt mir gar nicht. Ich habe mal geträumt, mich hat ein größerer YouTuber gepusht, aber ich weiß nicht mehr welcher. Und dann hatte ich so 25.000 Abonnenten und dann habe ich mich bei irgendeiner Firma als Jugendinfluencer angemeldet. Und ja, dann... Das war cool, das war ein cooler Traum. Und dann bin ich aufgewacht und das Bett war nass. Nein, das war ein Spaß, das habe ich erfunden gerade. Hast du zufällig eine Haifinne? Warte mal. Nein, gell? Aber bleib kurz hier. Ich schau mal zurück. Ich glaube, eine haben wir sogar noch im Lager oder so. Lagersuche. Ja. Also, Chris, was war deine Lieblingsserie und wieso? Kennst du noch Winx? Weil, ja. Ich glaube, das hat sich insgesamt auch irgendwie jeder früh mal angesehen. Ja, zumindest ein paar Folgen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe halt Winx trotzdem gar nicht so viel gesehen. Weil das war halt wirklich sehr für Frauen. Das ist sehr mädchenorientiert und da habe ich mir so gedacht, also, Bernie, du darfst es jetzt nicht gucken, weil das ist nicht für dich. Und das ist eigentlich eine blöde Einstellung, weil es ist trotzdem eine solide Serie gewesen. Aber ja, man ist halt dumm, wenn man jung ist. Oh! Aber ich suche jetzt noch die scheiß Haifischflosse. Und wir reden jetzt noch über deine Lieblingsserie. War Winx deine Lieblingsserie? Nee. Dann, ich meine, kannst du ehrlich sagen, mir wäre das egal. Na. Nein? Ja, nur weil wir jetzt allgemein so ein bisschen über Serien reden. Nice. Und was war deine Lieblingsserie damals? Was hast du am meisten gefühlt? Wo bist du dann danach in den Garten gegangen und hast den Hauptcharakter nachgespielt? Ich glaube, das war wirklich, wenn es dann so Digimon, Pokémon. Ja, same. Ich glaube, bei mir war es Digimon und, Pokémon auch. Oder Bakugan. Nein, Bakugan finde ich scheiße. Was? Echt? Ja, was heißt scheiße, aber es ist so. Es sind Kugeln, die sich zu Monstern aufrollen. Wow.
Ich habe auch nie Beyblade geguckt. Ich meine, Beyblades in echt waren nice und Bakugan in echt waren auch okay. Okay, ich glaube, ich muss gehen. Du musst gar nichts, du bleibst jetzt da. Shit, er hat mich gefangen. Hilft's mir, Leute. Ich erpresse nämlich. Ich quetsch den dann voll aus und so. Und jo, so eine Orange. Ja, er hat mich hinten im Kasten gesperrt. Damit oh nein! Ich oh nein! Ich bin so. Scheiße, jetzt habe ich meine Haifisch. Nein, ich habe sie noch, okay. Fischflossen, Flipflops. Erstmal habe ich am Flosse Regel. Dann kauf die Fischflossen, Flipflops. Fischflossen, Flipflops. Aber kein Geld. Kennst du nicht die Fischflossen Flipflops? Na. Das ist so ein Lied. Das ist mega dumm. Könnt ihr mal googeln, also auf YouTube eingeben. Wie lange musst du noch da sitzen bleiben? Ja, bis 10 Uhr. Hast du jetzt ausgekackt, ne? Na gut. Pech gehabt. Ich nehme mir jetzt mein Leben. Nein. Ich möchte tatsächlich noch schnell. Hast du einen Haifinger? Hast du eine? Ja. Ja, komm, dann kommst zurück und gib sie mir. Und dann darfst du. Dann darfst du gehen! Komm zurück, Christian! Komm in den Pokéball zurück! Ich muss zuerst. Haifinger passt. Komm in den Pokéball. Gelb bin ich dein Pokémon. Okay. Na, dann komm her zu mir. Ja, ja. Gut, was die Haifinger. Danke dir, Kollege. Und was soll. Gut, Chris, ich brauch dich jetzt nicht mehr. Also, ich meine, sie sind frei, sie können nun gehen, wenn sie wollen. Oder so. Warte. Haustier, wo bist du? Komm her. Haustier? Den hast du mir mal vor längerer Zeit mal getötet. Wirklich? Was? Wart's nur ab. Ach so. Ich sehe schon kommen. Oh nein. Oh nein. Nein, ah, meine Schwerter machen ihn kaputt. Ah! Wo ist denn der? Er mag dich lieber. Ah, meine Schwerter haben ihn kaputt gemacht. Kann ich nichts dafür. War nicht meine Entscheidung. Na gut, Freunde. Oh shit, das warst du nicht. Ich dachte ehrlich gesagt gerade, du wärst der Zauberer. Achso. Na gut, Leute. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, Tschüssikowski. Tschüssikowski. Bis dahin, Tschüssikowski. Ciao. Nice.